kennengelernt haben wir uns ja vor, sind das 3 oder 4 Jahre? Ich kannte dich ja sowieso schon vorher. Dadurch, dass er in verschiedenen Zeitschriften erwähnt worden ist, ich kannte seine Platten. Ich bin ja ein bisschen älter, wie Alice. Ne? Wir sahen uns irgendwie zweimal oder dreimal im Jahr. Das war's. Ja, Maximum. Ja, genau, also nicht wirklich sehr viel. Und dann kam aber irgendwie die Idee, nee, ich habe dich irgendwie angesprochen, ob du Lust hast, irgendwie ein Teil meiner Platte zu werden. Und dann hattest du, glaube ich, hast du mir gesagt, dass du die gleiche Idee hattest. Ja. Und dann irgendwie aber kam es dazu, dass wir eine ganze Platte zusammen gemacht haben. Und es kam auch dazu, dass wir uns hingesetzt haben und zusammen gespielt haben, weil das war ja auch eine Neuigkeit dann nach ein paar Jahren. Stimmt. Und aber das geht dann quasi von selbst, wenn man sich kennt und wenn man Affinitäten entwickelt, dann ist die Musik eigentlich ganz, ganz natürlich und das war ganz easy eigentlich. Ich wollte dann ein Stück schreiben, was wirklich eine Art, nicht Opposition, aber ein starker Kontrast war zu der anderen Musik, die sehr, sehr aufgeregt und sehr virtuos und sehr viel Forte und sehr viel Klavier, sehr viele Sounds überall. Und ich habe etwas geschrieben, das eher soft ist, aber halt rhythmisch. Und ich glaube, es ist eine gute, es ist sehr komplementär. Sagt man das? Komplementär? Zumindest versteht man das. Das versteht man, okay. Also ein Kontrast, eine Art Coda zum restlichen Programm und doch eine Art zeitgenössischer Apport sozusagen. Und wie man einander ergänzt, und darum ging es ja auch. Genau, das haben wir getan. Wort Ergänzung, nicht komplementär. Danke. Bitte. Obwohl ich muss sagen, für mich war das ein Sprung ins kalte Wasser, jetzt sein Stück zu spielen. Warum? Ich fühlte mich immer angezogen, aber andererseits hatte ich auch das Gefühl, dass ich mir irgendwie, dass mir meine Grenzen da irgendwie alle so vor der Nase präsentiert worden. Und am Anfang war es tatsächlich für mich eine große Überwindung gewesen. Aber dann später habe ich angefangen, meinen Spaß daran zu finden. Ja, das habe ich gemerkt. Ich weiß, aber am Anfang, ja, aber es gab, glaube ich, ein paar Momente bei den Proben, wo ich so schlecht gelaunt bin, also wenn du versucht hast, mich aufzulockern. Ja, also ich würde hoffen, dass das wie eine Art Erlösung ist nach diesem ganzen Spektakel von virtuosen Klavier, fortissimi, crescendi und so weiter. Und dann kommt ein Stück, was einfach groovt, weil du wirklich gegroovt hast auch. Danke dir, das ist ein Riesenkompliment. Und auch einfach nicht so anspruchsvoll, auch für den Hörer. Es ist eine Art Erlösung irgendwie.